Ja, schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach der heutigen 78:88 Heimniederlage von Medi Bayreuth gegen Ratio von Ulm. 3.321 Zuschauern. Grüße den Trainer Thorsten Leibenhardt von Ratio von Ulm, unser Headcoach Petra Grunitsch. Und wir fangen an wie immer mit den Gästen. Herr Leibenhardt, hier ist der Gast zum Spiel, bitte. Ich denke, ich kann sehr zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft sein. Wir haben das Spiel letztlich kontrolliert gegen eine sehr starke Mannschaft. Wir sind hier wirklich mit einer gehörigen Portion Respekt hingefahren. Und warum das so ist, kann man auch heute wieder sehen. Sie haben sich zum keinen Zeitpunkt abschütteln lassen. Auch wenn wir mal mit 10, 11 Punkten geführt haben, sind sie immer wieder wirklich gefährlich nah rangekommen. Erst der letzte Run, ca. 4 Minuten vor Schluss, hat uns dann diesen entscheidenden Vorteil gebracht. Aber insgesamt unsere Defensivleistung war hervorragend. Mit Ausnahme der letzten 3 Dreier hätten wir heute 69 Punkte zugelassen. Und das ist sehr gut, zumal wir auch eine relativ schnell spielende Mannschaft sind, sodass es oftmals zu mehr Punkten kommt. Offensiv waren wir sehr diszipliniert, haben geduldig gespielt, hatten nur im zweiten Viertel 6 Ballverluste, die unnötig waren. Aber auch ansonsten war das eine wirklich gute Leistung. Und es hat den Aufwärtstrend, den wir in Paris begonnen haben, heute fortgesetzt und auch meiner Meinung nach bestätigt. Ich hoffe, dass Trier ein Ausrutscher war, der als einziger Ausrutscher auch so bleibt. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Gästetrainer? Dem ist nicht so, dann gehen wir zu unserem Trainer. Petra, dein Statement zum Spiel, bitte. Gratulation von uns Coach für eine verdiente Sieg und eine gute Spiel. Das war auch eine gutes Spiel von beiden Seiten. Wir haben eine solide Verteidigung gespielt, aber gegen eine Mannschaft wie Ulm, die ist sehr offensiv, sehr stark. Man muss das gewinnende Spiel zu besseren Verteidigung zu spielen. Wir haben nicht unter Kontrolle diese 2 Spieler, das viele Punkte gemacht, das ist Sosa und Long. Sie haben alles getroffen, muss sagen, dass viele schwierige Würfe auch getroffen. Und in Situationen, wenn wir waren im Spiel, dass wir kommen und vielleicht in Situation zu gewinnen, das Spiel, eine von diesen 2 beiden kommen mit guten Würfen. Quote, alles getroffen, das war schwierig. Jungs haben gut gekämpft und bis Ende. Aber ich denke, heute besser reinschauen. Vielen Dank. Gibt es Fragen an unseren Trainer? Keine Fragen? Also, es war jetzt schon das dritte Mal der Fall, dass es im letzten Viertel man den Eindruck hatte, dass den Spielern so ein bisschen die Luft ausging. Also können Sie das bestätigen? Oder sind Sie, ich denke, dass wir gut gekämpft haben. Ich denke, das war natürlich das bis Ende. Wir haben mit 15 Jahren gekämpft wieder und kommen, dass wir spielten bis Ende, das ist eine gute kämpferische Leistung, muss ich sagen. Natürlich muss man wissen, dass wir gespielt haben, letztes Spiel gegen so starke Mannschaften gegen Ulm zum Beispiel, das vorletzte Spiel gegen Mannheim und die gegen Ulm. Es ist eine sehr starke Mannschaft und das war besonders mit viel Qualität in der Mannschaft. Zum Beispiel kommt eine Abwehr, wo kommt andere oder dritte, wo das ist nicht so einfach zu spielen, eine Hochniveau gegen starke Mannschaften. Das ist das so. Und, wir probieren zu finden. Probieren zu finden, beste Leute, dass wir keine antworten, weil in Phase wir haben gut oder lange nicht gut reagieren, sie gehen nach vorne, ich muss schnell reagieren, auch dass zum Beispiel Brian Poli hat sehr gut gespielt und wir brauchen ihn auf dem Feld heute, weil wir haben Chance, dass wir gewinnen, spielen, hat gute Antworten und gegen Umazentas. Das ist auch für ihn war nicht so einfach, weil von anderen Seite ja gesehen, das ist eine Mannschaft mit viel Qualität. Gibt es noch weitere Fragen? Dem ist nicht so. Dann vielen Dank. Nächstes Heimspiel schon nächsten Samstag gegen Würzburg. Schönen Abend.